Hier ist Messi. Versucht den Pass da durch die Gasse. Hier kommt die Hereingabe. Ich glaube, genau so stellt man sich das vor. Rauskommen aus der Kabine und einsetzen. Die Idee bei diesem Pass war nicht schlecht, aber die Ausführung, die ist Modric. Volles Risiko, aber nicht von Erfolg gekrönt. Wenn er den reingemacht hätte, Volley mit dem Vollspann, es wäre, glaube ich, ein denkwürdiger Treffer gewesen. Der sieht gut aus. Der geht da alleine durch. Sie spielen im Moment definitiv nicht auf Abseits. Naja, wenn du Angst hast, mit einem Pass in die Schnittstelle irgendwie überrascht zu werden, wäre doch das vielleicht auch das richtige Gegenmittel. Ja, definitiv. Wenn die Falle zuschnappt, dann ist alles in Ordnung. Aber die haben im Moment großen Respekt vor dem klasse Timing der gegnerischen Stürmer. Also für dich die richtige Strategie? Also auch diese Strategie birgt Risiken, aber beim aktuellen Stand der Dinge würde ich sagen, sie machen es zunächst mal richtig. Modric. Neymar versucht die Gasse zu finden. Und weg ist er. Da ist er, trifft. Das ist ihre Spielphilosophie. Balleroberung mit hoher Aggressivität und dann innerhalb weniger Sekunden zum Abschluss kommen. Sie sind wieder dran. Sie haben den Anschlusstreffer gemacht. Sie haben den Gegner unter Druck gesetzt. Jetzt gilt es, die Verunsicherung beim Gegner auszunutzen. Ich weiß, dass er nur ungern den Kürzeren zieht. Aber hier muss er sich eingestehen, dass ihm sein Gegenspieler den Schneid abgekauft hat. Nutzt du die Chance? Abpraller und bitte! Schade, wieder vorbei. Das ist eine schlimme Form von Chancenbucher und Sie kennen die alte Fußballphrase. Wenn sich das am Ende mal nicht rächt. Hier ist Neymar. Und das Gegenpressing zahlt sich sofort wieder aus. Und die Möglichkeit. Der Zeitpunkt ist doch jetzt definitiv gekommen, um vorne Überzahl herzustellen. Vielleicht noch den Ausgleich zu machen. Egal, wie groß jetzt in der Defensive das Risiko ist. Das ist sehr anständiges Pressing-Fallen. Da wird ein bisschen gedrängelt und geschubst. Versucht da durchzustecken. Jetzt müssen sie sich neu orientieren. Sucht die Lücke. Mit Augenmaß. Neymar. Entzieht Neymar. Das ist das Tor des Jahres. Ich verspreche es euch. Und nur das Netz hält den Ball noch im Stadion. Also ich habe fast die Vermutung, dass der Torhüter froh ist, dass er hier nicht mehr die Hand an den Ball bekommen hat. Das unterschießt. Tova. Er lässt sich in dieser Situation nichts zu schulden kommen. Er zieht durch. Eine Riesenchance. Sie machen den Ball nicht rein. Ein Königreich für einen Anschlusstreffer. Wie vorhin, aber auch das ähnliche Ergebnis.
mir schon so erwartet. Und jetzt bekommt er die verdiente Ruhepause. Der geht ja buchstäblich auf der letzten Felge. Lorenzo Insigne sucht seinen Mitspieler. Das war enorm wichtig, dass er da gerade noch so rangekommen ist. Sonst wäre es möglicherweise gefährlich geworden. Damit ist das Spiel beendet. Selbst durch den Rückstand hat man sich nicht aus der Ruhe bringen lassen. Sie haben konzentriert weitergespielt und am Ende verdient gewonnen. Die Analyse zum Spiel, Hansi Küpper. Abgesehen vom Ergebnis ein durchaus unterhaltsames Spiel, viele Torgelegenheiten und viele feine Fußballer. Danke, Hansi, dass du am heutigen Nachmittag mal wieder an meiner Seite warst. Auf bald! Ich muss mich bedanken. Hat wieder mal viel Spaß gemacht.